Oh, schnell weg hier, schnell weg hier. Läuft die mir hinterher? Ja, tut sie, tut sie, tut sie. Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei Zock mit mir. Und heute bin ich nicht als Baby René unterwegs, sondern als Katze René, scheinbar. Denn hier steht ja schon das Spiel, also der Titel des Spiels, nämlich Kitty. Und bei diesem Spiel geht es darum, als Katze vor einer großen Katze zu fliehen. Und ich glaube, die große Katze, die sollte hier schon irgendwo rumlaufen. Also es gibt ganz viele kleine Katzen, das sind die alle. Die sind auf jeden Fall gut oder vor denen habe ich nichts zu befürchten. Aber irgendwo läuft, wie gesagt, die große Katze rum. Und vor der sollte ich, glaube ich, Angst haben. Weil wenn die mich erwischt, dann lande ich in diesem Käfig. Und da habe ich eigentlich keine Lust. Ah, da kommt die ja schon. Da habe ich keine Lust drauf, wollte ich gerade sagen. Und wenn ich da keine Lust drauf habe, dann sollte ich mal lieber... Okay, das... Die ist schon mal jetzt erwischt worden. Oh, schnell weg hier, schnell weg hier. Läuft die mir hinterher? Ja, tut sie, tut sie, tut sie. Aber da kann ich durch. Also bin ich jetzt hier erstmal safe, oder? Puh, okay, ich bin sicher. Die ist jetzt im Schlaf verfallen. Da kann ich ja sogar noch ein bisschen hier vor der rumlaufen. Aber nicht zu lange, weil die wacht jetzt wieder auf. Also wieder weg hier. Denn ich glaube, die muss hier nur einmal rumlaufen. Dann hat die... Oh, die muss hier nur einmal rumlaufen. Dann hat die mich ja schon. Dann gehe ich erstmal hier drauf. Ich glaube, hier bin ich erstmal sicher. Ja, okay, die kommt jetzt tatsächlich, um mich zu holen. Wieso hatte ich es denn so auf mich abgesehen eigentlich? Oh oh, oh oh, oh oh. Ah, die wartet einfach nur darauf, bis ich nach unten komme. Okay, nee, weg hier, weg hier, weg hier. Jetzt wieder durch dieses Loch. Dieses kleine Loch, das ist echt die einzige Sicherheit für mich. Sag mal, kann die jetzt auch mal auf die anderen Katzen gehen? Nee, die hat nur Bock auf mich immer, ne? Aber die werden wir jetzt mal so richtig nerven. Okay, das ist auch eine andere Katze. Und die hat einen Schlüssel in der Hand. Jetzt. Oh oh. Das sieht nicht gut aus. Da können wir, glaube ich, nicht mehr reingehen. Das ist eine Falle. Okay, okay, okay. Dann warten wir hier erstmal hier oben und gucken, was passiert. Okay, die kommt jetzt, um mich zu holen. Also wieder schnell weg hier. Oh, nein. Jetzt läuft die mir hinterher. So, jetzt muss ich wieder durch dieses kleine Loch. Dann habe ich wieder erstmal Ruhe. Ja, als Maus lebt man hier auf jeden Fall gefährlich, wie ihr seht. Nein, nicht schon wieder. Wie viele von den Fallen hat die denn? Jetzt packt die da wieder drei Stück hin. Kann ich denn hier irgendwo her? Ja, okay, das ist ein Loch. Okay, die ist jetzt erstmal weg. Sehr gut. Aber so kann das ja nicht weitergehen, weil irgendwann hat die gleich überall ihre Fallen aufgestellt. Kann ich hier rein? Nee, kann ich nicht. Irgendwo müssen hier dann also auch Schlüssel rumliegen, wo ich da damit rein kann. Okay, das ist eine andere Maus. Das heißt, vor der habe ich nichts zu befürchten. Okay, hier ist jetzt ein Schlüssel. Aber jetzt ist die Frage, wo kann ich den einsetzen? Oder ist das überhaupt ein Schlüssel? Irgendwas Grünes auf jeden Fall. Aber wenn man das aufheben kann, dann scheint es ja schon mal ganz gut zu sein. Okay, dafür brauche ich aber einen anderen Schlüssel. Da hinten ist die Katze. Okay, die ist weit weg. Okay, die hat die Tür zugemacht. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen Zeit. Dann schauen wir mal nach, würde ich sagen, wo wir diesen Schlüssel benutzen können. Hier auf jeden Fall nicht. Okay, hier ist noch irgendwas anderes. Kann ich aber nicht aufheben. Dann halten wir den erstmal weiter in der Hand. So, was ist hier? Nicht so viel. Hier könnte ich mich eigentlich ganz gut... Okay. Ah, okay. Hier kann man sich eigentlich ganz gut verstecken. Ah, hier ist der Käfig. Das heißt, hier sind ein paar andere Mäuse gefangen. Zwei Stück. Die Katze schon erwischt. Zum Glück gehöre ich nicht dazu. Aber wo ist... Ah, da ist ja die Katze. Die kommt jetzt bestimmt zu... Okay, die kommt nicht zu mir. Ah, wieso kann ich jetzt hier nicht rein? Haben die jetzt hier abgeschlossen? Ne, ich dachte schon. Okay, hier sind jetzt alle Mäuse versammelt. Mäuse treffen wir jetzt hier erstmal. So und... Ah, oh! Okay, das ist die große Katze. Die ist aber schon mal wieder weggegangen. Also haben wir erstmal Ruhe. So, aber was ist jetzt mit denen hier? Die müssen wir irgendwie befreien. Aber ich kann mit meiner Brechstange hier nicht so viel machen. Oder mit meinem Brecheisen. Dann gehe ich erstmal zurück in Sicherheit. Ah, komm noch, komm noch, komm noch. Okay, ich hau ab. Das war knapp, Leute. Okay, die kommt jetzt 100 pro hier durch die Tür. Ja, was habe ich gesagt? Und die kommt jetzt 100 pro hier wieder raus. Genau. Okay, die hat aber die Hoffnung schon aufgegeben, dass sie mich noch kriegt. Dann laufen wir der mal ein bisschen hinterher. Die Katze, die kann mir ja ruhig mal so ein bisschen auf die Nerven gehen. Okay, aber die ist jetzt komplett weg. Okay, wir müssen aber immer noch irgendwas besorgen, womit wir hier den Käfig aufmachen können. Vielleicht hier? Nee, auch nicht. Ich glaube, ich bleibe erstmal hier auf dem Zelt, da hat man zumindest eine gute Übersicht. Okay, da drüben ist die Katze, also wird es gleich wieder eng. Okay, die geht aber erstmal nach der anderen Maus hinterher.
Das Spiel geht jetzt noch 4 Minuten. Und ich denke mal, wenn die Zeit vorbei ist, dann haben wir ja gewonnen. Außer es sind jetzt alle auf einmal im Käfig. Oh, jetzt wird es für mich wieder hier eng. Oh, hier ist ein Schlüssel. Den. Ach Mist, jetzt hätte ich die Brechstange fallen lassen müssen. Okay, erstmal weg hier, weg hier, weg hier. Läuft die mir jetzt hinterher? Ja, natürlich. Und hier ist eine Mausefalle, da muss ich auch aufpassen. So, die kann ruhig kommen. Komm doch. Okay, die kommt jetzt auch. Und da geht die wieder weg. Und die kommt wieder. Und die geht wieder weg. Und jetzt könnt ihr raten, die kommt bestimmt wieder. Nee, okay. Die weiß ja schon, was passiert, wenn wir wieder durchs Loch gehen. Okay, die ist jetzt für ein paar Sekunden in den Schlaf verfallen. Aber hier ist, glaube ich, auch nichts, was ich aufheben kann, oder? Ah, nee, das ist eine Mausefalle. Da gehe ich nicht rein. Das wäre dumm. Zumindest, wenn man eine Maus ist. Jetzt kommt die wieder 100% zu uns. Genau. Und ihr könnt euch schon denken, was ich jetzt mache. Hier ist wieder Mäusetreff. Ist denn hier was, was ich nehmen kann? Nee. Auf jeden Fall kein Schlüssel oder so. Okay, da ist jetzt die große Maus. Und die kriegt wieder keinen von uns. Das sehe ich gerne. Und im Käfig sind gerade auch keine Leute. Ah, die wurden befreit. Sehr gut. Also für die Mäuse sieht es auf jeden Fall gerade gut aus. Ich glaube, das könnte heute ein Sieg werden. Wenn das jetzt so weitergeht und die große Maus jetzt nicht auf einmal, die große Katze nicht auf einmal noch ein paar Mäuse erwischt. Aber danach sieht es gerade nicht aus. Der fällt aber auch nichts mehr ein, ne? Die läuft hier die ganze Zeit hin und her und hin und her. An ihrer Stelle würde ich mal wirklich ein paar Mäusefallen aufstellen. Aber mir soll es ja recht sein. Ich gebe da jetzt auch keine Tipps. Wäre ja dumm, wenn. Okay, da sind die anderen Mäuse. Ich versuch's gar nicht erst bei mir hier noch hinterher zu laufen, weil ich schon weiß, da hat die einfach keine Chance. Also eine Maus ist jetzt wieder im Gefängnis oder im Käfig. Aber das ist ja nicht so schlimm, wenn alle anderen noch draußen sind. Okay. So, Leute, was machen wir jetzt? Ich glaube, wir müssen ja gar nicht mehr so viel machen. Zumindest jetzt hier nicht in die Mäusefalle tappen. Aber sonst kann ja eigentlich nicht mehr so viel schief gehen bei einer Minute restlicher Zeit. Oh, oh. Ja, jetzt hat die es mal wieder auf mich abgesehen. Oder? 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 Ja, ich glaube schon. Wäre jetzt natürlich ein bisschen blöd, wenn wir jetzt hier in den letzten 10, 20, 30 Sekunden noch gefangen werden. Aber das sollte eigentlich nicht passieren. Oder? Oh, da wurde einer erwischt. Aber zum Glück nicht wir. Kommt jetzt nochmal wieder? Nee, ne? Nee. Oder? Nee. Das schaue ich mir mal lieber aus sicherer Entfernung an. Genau, da drüben ist ja eine Maus, die erwischt wurde. Aber eine Maus im Käfig ist ja nicht allzu schlimm. Okay, das heißt jetzt, wir haben verloren, wenn ich das richtig verstehe. Und ich habe keine Ahnung, warum, wenn wir ja eigentlich überlebt haben. Kann das einer von euch sagen? Schreibt es mal gerne in die Kommentare, warum wir trotzdem verloren haben. Vielleicht habe ich auch was übersehen. Aber Spaß gemacht hat es trotzdem. Auf jeden Fall wurden wir ja nicht gefangen. Das ist ja schon mal eine positive Sache, würde ich sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Dann spielen wir das vielleicht häufiger. Und dann sind wir vielleicht irgendwann auch mal die große Katze und nicht die Maus. Dann geht es vielleicht auch noch ein bisschen mehr ab. Außerdem lasst gerne ein Like da, aktiviert die Glocke und abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht sowieso schon getan habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.